Mobbing, willkommen zu einem neuen Fashion Haul von mir. Es ist nicht irgendein Haul, es ist ein Thrift Haul, ein Secondhand Haul. Ich weiß ganz genau, ihr liebt solche Videos. Ich finde solche Videos auch immer richtig geil, weil es für mich einfach so wie eine Art Schatzsuche ist. Ihr fragt mich immer, wo ich thriften gehe, wann ich das mache, wie ich das mache und. Wenn ihr wollt, dann schreibt mir gerne, ich mache ein eigenes Video dazu, wie man am besten Secondhand einkaufen geht. Aber ich würde sagen, ich fange gleich mal mit den Teilen an, die ich gekauft habe. Die ein oder anderen Sachen habt ihr vielleicht schon auf Instagram gesehen, da habe ich vielleicht ein paar Fotos gepostet. Blende ich euch hier ein, freue ich mich immer mega über ein Follow, dann wisst ihr, wo ich bin, was ich mache, also checkt das auf jeden Fall aus. Genau, bevor ich es vergesse, bevor die Fragen hageln, ich war in dem Store Deine Chance. Der liegt auf der Maria-Hilfer-Straße, also ich wohne hier in Wien. Auf der Maria-Hilfer-Straße Deine Chance. Einfach eingeben in Google. Ich weiß nicht genau, wo das liegt. Der Laden ist super süß. Ich habe den viel lieber als so richtige Vintage-Secondhand-Läden. Das ist wirklich mein allerliebster Secondhand-Store. Der wird von, glaube ich, einer alten Frau gemanagt. Und die Leute dort sind mega lieb. Da werden einfach Sachen hingebracht, die Leute nicht mehr brauchen, nicht mehr anziehen. Die kaufen auch Sachen an. Ich würde sagen, ich fange an, euch die Sachen zu zeigen. Ich habe so viel gekauft. So viele Teile. Ich war mit meiner Mom dort. Meine Mom hat auch so viel gefunden. Das war mega lustig, der Tag mit ihr. Und ich habe so wenig Geld ausgegeben. Ich bin so froh. Ich liebe Schnäppchen. Ich würde sagen, wir fangen an. Also das erste Teil seht ihr schon mal. Das habe ich an. Das ist so eine ganz simple schwarze Bluse aus einem festen Stoff. Spannt hier ein klein wenig, aber es geht. Es ist mobil. Es ist off the shoulder, wie man sehen kann. Das Top hat ungefähr 2 Euro gekostet. Die meisten Tops dort kosten 2 Euro, 1,50, maximal 3 Euro. Und ja, los geht's. Ich greife da jetzt einfach mal rein in die ganzen Sachen, die ich gekauft habe und werde random Sachen herzeigen. Also, das erste Top, das ich mir mitgenommen habe, ist das hier. Das ist aus so einem richtig weichen Stoff. Da drin war ein Schild, wo drauf stand 100% Viskose. 100%, also Viskose ist so wie Baumwolle. Natürlicher Stoff, nicht synthetisch. Ist relativ lang. Ich dachte mir, ich crop das vielleicht, dann schaut das ganz cool aus. Im Grunde schaut es eigentlich aus wie so ein Altfrauenshirt. Aber wenn man das ein bisschen off the shoulder trägt oder reinstrickt, schaut das wirklich lässig aus. Das hat 7 Euro gekostet und das Lustige ist, ich habe an dem Shirt sogar noch das Originalpreisschild dran gehabt und da stand, I'm not kidding you, da stand drauf 113 Euro. 113 Euro. Und ich habe es um 7 bekommen. Das nächste Top ist richtig weich, total clean, so ein wunderschönes Minzblau aus einem dickeren Stoff, also hält auch, denke ich mal, warm. Das war ein Haar von mir. Die sind überall. Am Ausschnitt ist so ein bisschen was Glänzenderes eingenäht. Dann habe ich gefunden, ein Top. Es ist ursprünglich aus der Schlafpyjama-Abteilung. Dieser Lingerie-Look ist ja irgendwie ziemlich in diesem Jahr. Und wenn man es richtig kombiniert, kann man da echt was rausholen. Und zwar habe ich mir dieses Top hier mitgenommen als ganz normales T-Shirt. Hat einfach so schöne Details beim Ausschnitt. Wenn ihr euch das mal vorstellt, dieses Top mit einer zerrissenen Jeans, einer Wollweste oder so, ich finde das schaut echt schön aus. Also für mich ist das kein Problem. Ah ja, und unten ist es so gerüscht. Dann habe ich hier ein weiteres Oberteil. Das ist ursprünglich von Mango. Das hat auch 2 Euro gekostet. Ich habe ziemlich viele von diesen Trägershirts. Ein fliederfarbenes Top mit verstellbaren Trägern, hat Rüschen am Ausschnitt. Es ist von Mango Basics, also ist wirklich ein Level und keine Unterwäsche oder so. Dann auch ein mega schöner Fund ist dieses Tuch. Das Muster, die Farben, herbstlich, kann man aber auch im Sommer tragen. Ich sehe es an, meine Augen erfreuen sich. Was ich mit diesen Tüchern mache, das habe ich euch, glaube ich, im letzten Thrift Haul schon erzählt. Ich roll das so zusammen und trage das dann als Turban. Und es fühlt sich so an wie Seide. Ich habe keine Ahnung, aus was es besteht. Das hat, glaube ich, auch 2 Euro gekostet. I'm not sure. Dann haben wir hier einen super süßen, lockeren Pulli. Wie ihr wisst, ich mag gerne dieses schulterfreie oder leicht schulterfreie. Und das ist bei diesem Pullover hier der Fall. Und dieser Pulli ist ursprünglich von Esprit. Ich kann es echt nicht einschätzen. Ich weiß nur, dass ich für alle Sachen insgesamt, die ich in diesem Haul zeigen werde... Mein Hals kratzt ein wenig. Jetzt schaue ich verheult aus, oder? Ich weiß nur, dass ich für alle Sachen in diesem ganzen Haul hier insgesamt 110 Euro gezahlt habe. Und das ist so ein guter Preis, wenn man sich denkt, für 2 Pullis zahlt man bei Urban Outfitters genau das gleiche.
oder mehr. Die haben natürlich auch Gürtel und Taschen und Accessoires. Und da habe ich diesen Gürtel hier mitgenommen. Der ist ein bisschen zu groß. Ich trage die ja meistens in der Taille, weil fast alle meine Sachen high-waisted sind. Und da werde ich noch ein extra Loch reinmachen. Der hat so eine Lackoptik. Ich finde, es kann ein sehr guter Eyecatcher sein, wenn man ein simples Outfit trägt und dann diesen Lackgürtel. Wofür genau dieses Kettchen hier ist, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es ist einfach nur zum Anschauen da. Zwei weitere ähnliche Spaghetti-Tops. Und zwar zum einen haben wir das hier. Das besteht obenrum fast nur aus Spitze. Es ist wirklich ein wunderschönes, tiefes Olivgrün. Kein so mattes, ausgewaschenes, sondern ein kräftiges. Das Top ist original von H&M. So ein Tag habe ich aber schon länger nicht gesehen, also es kann sein, dass es schon älter ist. Das ist jetzt, glaube ich, aber das letzte von diesen Spaghetti-Tops. Und das ist ursprünglich von Fashion Affairs. Kenne ich nicht. Keine Ahnung. Ich finde, das ist auch das Coole an Secondhand-Shopping. Du kaufst was von Marken, wo du normalerweise nicht mal einen Blick drauf werfen würdest oder wo du nicht mal wissen würdest, dass diese Marke überhaupt existiert. Eins meiner großen Highlights ist dieser Pullover. Und zwar, wenn man in Urban Outfitters reingeht, sieht man ja viel von Fila, von Champions oder von Tommy Hilfiger. Das Ganze scheint wieder in zu sein. Und wisst ihr, was ich um 6 Euro gefunden habe? Richtig! Einen Pulli. Einen Tommy Hilfiger Pulli. Der ist richtig chillig, richtig lässig, hat die perfekte Länge, ist nicht zu verdammt übergroß und ist nicht zu eng. Aber er hat wie auf mich gewartet, weil in dem Store gibt es irgendwie keine Pulli-Sektion und der hing einfach irgendwo zwischendrin versteckt. Ich bin froh über diesen Fund. Guter Pulli. Das nächste Teil ist ein Body. Vielleicht kommt dieser Body der ein oder anderen Person bekannt vor. Der ist nämlich von Zara. Und ich glaube, ich habe den sogar im Sommer oder in der Saison im Zara gesehen. Es ist eine S, es ist etwas tight, muss ich sagen. Also es passt schon, aber es ist schon enger. Aber ich meine, für 2 Euro und ich meine, schaut euch an, ich finde den so schön. So kombiniert mit einer schwarzen Hose. Nice. Nice Sache. Hinten hat es einen tiefen Rückenausschnitt, also die Träger gehen nicht über euren Rücken, sondern nur über eure Arme. Ein Accessoire. Sie hat sich ein Accessoire gekauft. Und zwar eine Tasche, die ich jetzt schon liebe. Die kann jedes Outfit einfach so aufwerten. Und zwar ist das so eine kleine, fast schon in der Klatschgröße. Eine kleine schwarze Tasche mit einem Magnetverschluss in Lackoptik. Viele Leute schrecken ja vor Lack zurück, weil das sehr schnell billig wirken kann. Aber ich persönlich habe mich verliebt. Natürlich solltet ihr das sein, was die ganzen Blicke fängt, aber wenn es ums Outfit geht, dann ist so eine Tasche der Eyecatcher. Ich habe noch ein Tuch mitgenommen, wiederum für den Turban-Look. Also ich würde sagen, auf den ersten Blick könnte man davor zurückschrecken, denn es ist im Schlangendesign und es ist pink und es könnte eigentlich aus Mean Girls entsprungen sein. Aber wenn man sich das mal so um den Kopf bindet, ich mache das jetzt so rein, provisorisch so, kann das, finde ich, richtig cool ausschauen. Bis jetzt habe ich mich noch nicht wirklich getraut, so rauszugehen. Aber mir gefällt das so gut, ich werde es demnächst auf jeden Fall machen. Da wir in der Tuchsektion sind, mache ich gleich weiter. Und zwar habe ich hier so ein großes Strandtuch in so einem türkisen Batik-Style. Das habe ich jetzt nicht zum Anziehen mitgenommen, sondern mir ist nämlich aufgefallen, am Festival zum Beispiel oder wenn man auf die Donauinsel geht und so, ich habe immer so eine fette, also auf der Donauinsel immer so eine richtig fette Decke mitgehabt, um sich draufzusetzen. Und im Grunde braucht man das ja nicht. Deswegen habe ich mir dieses Tuch mitgenommen für den nächsten Sommer oder auch jetzt noch im Herbst, dass man es einfach casual mitnehmen kann. Es nimmt nicht viel Platz weg und das kann man dann einfach ausbreiten und sich draufsetzen und schaut zudem auch noch ganz hübsch aus für 2 Euro. Ein weiteres Highlight. Ein weiteres Highlight in diesem riesigen Thrift Haul. Ich würde sagen, ich habe wirklich Glück gehabt. Das war wirklich ein Glücksgriff. Und zwar habe ich einen wunderschönen Mantel gefunden. Der Mantel ist in einem eher kühlen Grau gehalten und hat die perfekte Länge für mich. Der geht bis kurz über meine Knöchel, würde ich sagen. Ist sehr weich, aus einem sehr weichen Stoff und lang und fallend. Der besitzt vorne ein paar Knöpfe. Also es gibt keinen Gürtel oder so.
und die Knöpfe werden hinter so einer Stoffleiste versteckt. Ein Kragen ist ein bisschen oversized an mir, aber ich kann damit leben. Ich finde das allgemein eigentlich eh ziemlich hübsch. Es gibt Innentaschen. Ich bin mir sehr sicher, dass der Mantel in Wirklichkeit relativ teuer war, weil die Qualität einfach sehr gut ist. Zudem kenne ich die Marke nicht, also ich kann darüber nichts sagen. In den Schultern waren Schulterpolster eingenäht, die habe ich rausgeschnitten, weil ich habe allgemein eher breite Schultern und das hätte mich noch breiter gemacht, als ich eh schon bin. Ach ja, und bei dem Mantel kann ich mich erinnern, der hat wirklich nur 16 Euro gekostet, also praise the Lord. Die verkaufen dort auch Schlafpyjama und zwar habe ich hier ein super süßes Schlafpyjama-Set gefunden. Das hier ist die Hose. Die Hose ist so... Ich finde die Farbe so schön. Die Farbe spielt sich auch ganz gut mit meinem Hautton. Der Pyjama ist eben in so einem seidenen Silber-Champagner-Braun gehalten mit weißen Rüschen. Und das hier ist das passende Top dazu. So schaut das aus. Und wie gesagt, also ich habe wirklich ein ganz normales Top gekauft bei Pull & Bear, auch in so einem Stil. Das schaut halt genauso aus. Und es ist für draußen. Also ich werde höchstwahrscheinlich dieses Top auch draußen anziehen und wenn man es gescheit kombiniert. Ich habe ein Kleid gefunden und es ist so süß. Es hatte auch so eine Schleife, die habe ich wieder weggeschnitten. Also es ist so leicht meliert und hell lila mit ein bisschen Spitze am Ausschnitt. Die Träger sind verstellbar. Eigentlich ist es ein Schlafkleid, aber stell dich mal dieses Kleid vor, kombiniert mit Doc Martens und einer Lederjacke. Ich finde, das wird voll was hermachen. Das Einzige, was mich an dem Kleid nicht so umgehauen hat, ist eben, wie der Stoff fällt. Also das bringt alles an euch zum Vorschein. Alles, was euch vielleicht nicht so gut gefällt. Ich glaube, das ist der größte Haul, den ich jemals gemacht habe. Und ich bin so froh drüber. Dann haben wir hier, das ist ursprünglich, glaube ich, von New Yorker oder so, ein Batik-T-Shirt. Das habe ich eigentlich gekauft für nächstes Jahr im Sommer. Im Herbst würde ich das nicht mehr so tragen. Würde ich croppen oder einen Knoten reinmachen mit einer schwarzen Jeans. Super für den Strand oder so, dachte ich mir, why not? Und dann haben wir hier ein Shirt ohne Makel, das ist komplett aus Stretch und Polyester. Ihr denkt euch gerade, what the fuck? Leicht durchsichtig, da ich noch kein ganz kurzes schwarzes Crop Top hatte, habe ich das auch mitgenommen, auch 2 Euro. Das ist auch ein echt cooles Teil. Das hat meine Mom gefunden und sie hat es eigentlich anprobiert, aber dann hat sie gemeint, dass es zu jugendlich ausschaut. Und das ist das gute Stück. Es ist wie ein kurzärmeliger Kapuzenhoodie, nur nicht aus einem warmen Stoff, sondern aus so, ja was ist das? Das ist so ein fast so ein leichter, luftiger, blusenartiger Stoff, vorne mit so Fake-Seide, also so Polyester. Und ich finde einfach der Mix zwischen den Materialien, der Mix zwischen den edlen Materialien und dem Schnitt eines Hoodies ist einfach so eine nice Sache. Und ursprünglich ist das Teil von Zara. Holy fuck. Auch einer meiner Top-Funde, der am Start ist, es ist ein Trenchcoat. Es ist einfach ein Trenchcoat und ich habe schon seit, ich weiß nicht wie langer Zeit, einen schönen Trenchcoat haben wollen. Aber keinen so billig aussehenden, sondern einen wirklich gut verarbeiteten, aus guten Materialien, wie in den Filmen. So ein Detektiv-Trenchcoat fast schon. Und ich habe ihn gefunden. Um 17 Euro hing er einfach dort. Er ist zwar schon etwas groß an mir, aber ich finde Trenchcoats sind einfach zeitlos. Der ist von der Marke Delmotte. Ich habe gegoogelt, kann man nirgendwo mehr erstehen. Es gibt auch einen Gürtel dazu. Wir sind beim allerletzten Teil angelangt. Und zwar ist das eine Bluse aus einem richtig weichen, angenehmen Stoff. Und die Bluse ist ursprünglich von Betty Barclay. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Das ist eine Designerin. Die hat auch einen Store auf der Maria-Hilfer-Straße. Sind Markensachen, eigentlich teuer. Würde ich eigentlich nie im Leben reingehen. Und die hat auch meine Mama gefunden. Wunderschöner Zwischenton, zwischen, also so ein altrosa. Ich finde den Mix der Bluse zwischen den Mustern so cool. Und zwar ist hier einmal so ein klein gepunktetes Muster, obwohl so ein Mini-Hahnentrittmuster, würde ich sagen. Und dann hier wieder etwas anderes. Und einfach dieser Mix dazwischen ist sehr schön. Die Bluse ist in einem super Zustand. Ich trage sie so, wie ich meine Blusen sonst auch immer trage. Und it's so pretty. It's so pretty. Das war mein riesiger Thrift Secondhand Haul.
Ich hoffe, es hat euch ein bisschen inspiriert und ihr geht vielleicht auch Secondhand einkaufen. Es ist nämlich um einiges nachhaltiger. Ansonsten passt auf euch auf, bleibt gesund, deuces, ciao!